Ja, wer gedacht hätte, der 20. November wäre ein einmaliges Ereignis oder ein einmaliger Höhepunkt in der Protestbewegung gegen diese korrupte Regierung und ihre überzogenen Maßnahmen, der wurde am 4.12. eines Besseren belehrt. Weit mehr als 150.000, und das ist vorsichtig geschätzt, Menschen beteiligten sich an diesem friedlichen Protest. Und vor dieser Kraft, die es da gibt, davor haben sie Angst. Alle anderen können es kaufen. Dieses Lied heißt, wir streiken! Wir streiken, leisten Widerstand. Wir streiken, das ist unser Land. Wir streiken, wir für jedes Kind. Wir streiken, weil wir Menschen sind. Wir streiken, wir sind nicht allein. Wir streiken, wir sind stark und frei. Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt. Freiheit ist das höchste Gut. Komm, hab doch mal ein bisschen Mut. Wir sind viele, wir sind frei. Streik! Ich streik, weil ich das nur nicht erpressen lass. Ich streik, weil ich mir meine Freiheit nicht nehmen lass. Ich streik, weil ich das nicht machen lass. Keiner wird mir noch befehlen. Ich streik, weil ihr jede Würde nehmen wollt. Ich streik, weil ihr mir eine Spitze reinjagen wollt. Ich streik, auch wenn ihr es nicht glauben wollt. Keiner wird mir noch befehlen. Regierung muss weg! 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 Wir holen uns unsere Freiheit wieder zurück! Wir werden uns nicht zwingen lassen, diese Plöre zu spritzen lassen, Leute! Wenn wir jetzt in Österreich, und damit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen, eine Übersterblichkeit haben werden, dann werden wir aufklären, dass diese Übersterblichkeit nicht von den Ungeimpften verschuldet ist, sondern von den Maßnahmen der Regierung. Von einer Regierung, die vorsätzlich uns an der Gesundheit schädigt und damit aus meinen Augen faschistisch ist. Stück für Stück mussten wir mit ansehen, wie Entscheidungen, die eigentlich jeder Einzelne für sich selbst treffen muss, vom Staat oder noch schlimmer, von der nicht gewählten EU-Bürokratie getroffen worden sind. Und jetzt stehen wir davor, dass der Staat uns nun die Verfügung über unseren eigenen Körper nehmen will. Unseren eigenen Körper. Doch es sind seit Bekanntgabe der Impfpflicht in Österreich hunderttausende Menschen, die mehrmals die Woche gefächert auf alle Bundesländer auf die Straße gehen, um für ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit und persönliche Freiheit aufzustehen. Wir haben erkannt, dass es hier nicht mehr um Corona geht, sondern um die Rettung unserer Demokratie und den dazugehörigen Rechten. Die österreichische Regierung oder das, was von ihr übrig blieb, und ihre Experten nehmen schwere Impfschäden bis hin zum Tod unserer Kinder in Kauf, nur um diesen Wahnsinn umzusetzen. Niemand, absolut niemand hier leugnet auch nur annähernd dieses Virus. Aber wenn wir sehen, dass mit der Krankheitsvermeidung, siehe Hygiene Austria, durch Zufall entdecktes Geschäft entwickelt, in der größten Krise unseres Landes Politiker wegen Korruption und Postenschacher als Beschuldigte geführt werden, ist es Zeit, ein Zeichen zu setzen. Wir streiken, wir sind nicht allein. Wir streiken, wir sind stark und frei. Wir sind viele, wir sind laut, weil man uns die Freiheit raubt. Freiheit ist das höchste Gut, komm, hab doch mal ein bisschen Mut. Wir sind viele, wir sind frei. Streik! Ich streik, weil ich mich doch nicht erpressen lass. Ich streik, weil ich mir meine Freiheit nicht nehmen lass. Ich streik, weil ich mich nicht machen lass.
der Presse in Last. Ich schreib, weil ich mir meine Freiheit nicht nehmen lass. Ich schreib, wir können die Debatte in Last. Keiner gibt mir noch Befehle. Ich schreib, weil ich mir den Böden nehmen wollt. Ich schreib, weil ich mir die Spitze reinjagen wollt. Ich schreib, auch wenn ihr es nicht glauben wollt. Keiner gibt mir noch Befehle. Wir schreien, wir schreien. Zurückgeschreckt ist, auch auf die Kinder und Jugendlichen auszutragen. Es geht uns gegen diesen Zwang, nicht gegen das Impfen, das soll jeder selber entscheiden. Weg auch mit diesem Dauerzustand, in dem die Bevölkerung gehalten wird, in Angst, Hoffnung, Enttäuschung, Entmündigung, Beschimpfung, dass sie ja so undiszipliniert sind und daher immer noch das Infektionsgeschehen so hoch ist. Nein, Schluss damit. Leider Schluss damit. Und darum dürfen wir hier stehen, das ist unser Verfassungsrecht, ob es dem Herrn Nehammer passt oder nicht und all den anderen Figuren, die da noch drinnen sitzen in dieser Bundesregierung. Meine Damen und Herren, das ist auch spannend. Alle Pfleger, die etwas anderes sagen als diese Regierung verordnet, alle werden zwangsgekündigt, werden auf die Straße gesetzt. Das ist doch nicht Demokratie, meine Damen und Herren, wenn man nicht mehr sagen kann, was man denkt und was man sieht und wenn man nicht erzählen darf von seinem Arbeitsplatz. Auf einer Bellen hätte längst die Regierung austauschen müssen, spätestens nach dem 30. Mal, wo der Verfassungsgerichtshof sagt, dass ein Gesetz oder eine Verordnung, die beschlossen ist, verfassungswidrig und verfassungsfeindlich ist. Wir stehen einzig und allein da, weil wir Kinder und Enkel haben, weil wir Familienmitglieder haben und weil wir uns das nicht gefallen lassen, was diese Bagage mit uns aufhört. Und dieser, genau dieser Widerstand, der laut, unbeugsam, konsequent, organisiert, aber auch gewaltfrei sein muss, der Widerstand wird der Fels sein, an dem diese Wellen der Globalisten und die hinter dieser Politik stehen, zerbrechen werden und Österreich wieder frei wird. Thank you.
Impfzwang und Lockdown ist keine Alternative für unser demokratisches Land. Jetzt sieht endlich jeder von uns, dass er nicht allein steht und auch nicht auf verlorenen Posten kämpft, sondern dass er Teil einer großen, mutigen Menge ist, die, wenn sie zusammen aufrecht aufsteht gegen diese Tyrannen, die unsere Heimat heute in Geiselhaft halten, erfolgreich sein kann. Wir werden immer mehr, und wenn wir ein bisschen genauer hinsehen, die letzten Tage, dann sehen wir, dass beim Gegner es aber gewaltig bröckelt. Gewaltig bröckelt. Wer in der Demokratie einschläft, wacht in der Diktatur auf. Es ist jener Wille nach Freiheit, jenes Brennen in unserem Herzen, in unserer Seele, die diese Politiker niemals überwinden werden und überwinden können.